Servus, ich bin der Pius, bin 17 Jahre alt, komme aus München und will dieses Jahr im Youngster Cup an den Start gehen. Ich fahre jetzt Motocross schon seit fast 14 Jahren und bin durch meinen Papa an den Sport gekommen. Es fasziniert mich einfach, wenn man mal ein paar Runden mit Flow hat, dann kommt einfach so ein großer Spaß auf, der ist mit nichts anderem zu bezahlen. Meine größten Erfolge waren letztes Jahr einmal in Dortmund, der Juniorprinz von Dortmund beim Supercross und der Teamsieg beim MXOC bei uns in Freising. Ja, für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, im ADAC MX Youngster Cup zu starten. Ich würde es ganz cool finden, wenn ich am Sonntag auch mal fahren kann. Also wir haben leider für dieses Jahr kein Team. Ich fahre für dieses Radical Rhythm. Das ist letztendlich das Logo von uns, von meinem Papa. Wir versuchen das natürlich jetzt dieses Jahr als Private Pro zu machen. Haben natürlich ein paar materielle Sponsoren bekommen, wie Fox Europe, Shift MX und so. Hoffen dieses Jahr gesehen zu werden und eventuell ein gutes Angebot von dem Team für nächstes Jahr zu bekommen. Also für mich ist es prinzipiell mal ein Vorteil, weil ich quasi selber in der Hand habe, was ich daraus mache. Ich bin quasi an nichts gebunden und kann mir selber frei entscheiden, wie ich mir das gestalte alles, inklusive Dekor, Klamotten, Design. Bei mir ist ein riesen Vorbild der Rain Dungey, weil es heißt eben, man muss nicht immer gewinnen, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Ansonsten Ken Roczen, mega sauberer Fahrstil, James Stewart auch mega cool. Mein Traum generell fürs Fahren wäre natürlich im Supercross in Amerika an den Start zu gehen. Dieses Jahr mangelt es leider ein paar Rennen, deswegen wird es dieses Jahr wahrscheinlich eher nichts. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich konzentriere mich eher mal auf die Outdoor-Saison, probiere das als Privaté, schaue, wie weit ich komme und hoffe natürlich im besten Fall auf einen Teamplatz mit ein paar mehr Sponsoring. Ich arbeite hart für den Traum, den ich jetzt leben will. Ich mache alles selber. Ich mache jeden Motor selber, ich montiere jeden Reifen selber, jeden Ölwechsel mache ich selber. Also wir sind am Arbeiten und versuchen das zu verwirklichen, weil wir eben kein Team haben und der Mechaniker auch nicht da ist. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen kennengelernt und ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr bei den MX Masters.